Ihr seht hier eine weiße Box und in dieser Box befindet sich ein ganz geheimnisvolles Gerät. Ganz so geheimnisvoll ist das Gerät auch nicht. Es handelt sich hierbei um das Samsung GTC 3530 oder einfach nur Samsung C3530. Und ich nehme es hier aus der Verpackung. Ich mache es hier einmal auf. Und das ist das Gerät. So sieht es aus. Und es kommt einem erstmal ziemlich stabil vor. Wir haben hier hinten eine Schutzfolie drauf, die mache ich einmal ab. So. Und ja, es ist sehr schmal, sieht man hier abgerundet. Liegt sehr schön in der Hand, ist relativ leicht. Hier ist Metall verarbeitet worden, Kunststoff hier vorne. Und auch wenn manche Leute jetzt aufschreien werden, war mein erster Eindruck, dass dieses Gerät an das ein oder andere Nokia-Gerät erinnert. Das ist das Samsung C3530, es handelt sich um ein Quadbandgerät und wir haben hier die Maße 112 mm x 47 mm x 12 mm an der dicksten Stelle und von außen finden wir hier oben eine 3,5 mm Buchse für Kopfhörer. Dann haben wir hier unter diesem Verdeck einmal den Eingang für das Micro-USB-Kabel. Auf der linken Seite haben wir eine Lautstärkewippe, auf der rechten Seite finden wir hier nur eine kleine Öse. Hier unten ist das Mikrofon, hier hinten haben wir eine 3,2 Megapixel Kamera, hier ist der Lautsprecher, hier steht Samsung, hier ist die Tastatur, sonst haben wir hier nichts. Ja, das ist das Gerät und wir schauen jetzt einmal, was im Lieferumfang enthalten ist. Und da haben wir einmal die Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke und da kann man natürlich diese Kopfhörer verwenden oder seine eigenen, denn die passen auch an das Gerät. Ja, aber hier haben wir die Möglichkeit, Anrufe entgegenzunehmen. Außerdem haben wir hier ein Aufladegerät. So, das geht über Micro-USB und wir haben hier einen Akku. Und so handelt sich es um einen Lithium-Ion 960 mAh Akku. Den nehme ich aus der Verpackung und den setze ich auch gleich ein. Dieser Akku verspricht eine Gesprächszeit von ca. 13,3 Stunden und im Standby-Modus soll das Gerät 26,7 Tage halten. Das Gerät hat einen internen Speicher von 50 MB und dieser Speicher ist erweiterbar bis zu 32 GB per MicroSD-Karte. Ich packe jetzt einmal den Akku ein. So sieht das Gerät von innen aus. Hier kommt die SIM-Karte rein. Die stecke ich hier einfach unter dieses Metall. So, jetzt ist sie drin und hier haben wir den Akku, den legen wir einfach drüber. Und wieder diesen Akkudeckel, hier hört man, es handelt sich um Metall. Akkudeckel drüber schieben und einrasten lassen. Das Gerät wiegt jetzt 91 Gramm, es liegt immer noch gut in der Hand, passt gut in die Hosentasche, sieht auch ganz stabil und schön aus. Das Gerät kostet um die 74 Euro.